Produzierende Gebäude. Dazu muss man vorerst sagen, dass ein Tick 10 Minuten entspricht. Zu den produzierenden Gebäuden gehören, wie der Name schon sagt, alle Gebäudetypen, welche etwas einbringen. Hier kann es sich um Geld, Munition oder Rohstoffe wie Öl und Gold handeln. Zu den produzierenden Gebäuden gehören zum Beispiel die Fabrik, die Wohn- und Hochhäuser, das Bergwerk, die Munitionsfabrik und die Ölraffinerie. Eine Fabrik bringt uns pro Tick 4000 Geldeinheiten, Wohnhäuser 5300 Einheiten und Hochhäuser sogar 11.944 Geldeinheiten. In Ölraffinerien bekommt man pro Tick 200 Öl. Aus Bergwerken werden 64 Goldeinheiten gefördert. Die Munitionsfabrik produziert 784 Munitionen pro Tick. Ist man Mitglied einer Allianz, so muss man Steuern zahlen. Das bedeutet, dass ein bestimmter Teil der produzierenden Rohstoffe als Rücklage für Notzeiten an die Allianz geht. Die produzierenden Gebäude können bei einem Angriff erobert oder verloren werden. Das heißt, es ist möglich, dass ein Gegner unsere Gebäude wegnimmt. Es können allerdings maximal 33% genommen werden. Die Munitionsfabrik ist das einzige produzierende Gebäude, welches davon nicht betroffen ist.